Da sind wir nochmal zurück zu unserem Talk am Donnerstagabend und jetzt wollen wir mal über diesen ehemaligen Formel 1 Teamchef sprechen, der Lewis Hamilton einen gut gemeinten Ratschlag vielmehr gibt. Da sehen wir ihn auch schon, nämlich Eddie Jordan, ein Bild aus früheren Tagen. Da war Lewis Hamilton noch ein paar Tage jünger, als er es heute ist. Und die Gerüchte um die Zukunft oder die weitere Zukunft von Lewis Hamilton, die gibt es ja schon seit längerer Zeit. Es gab insbesondere im letzten Jahr, aber auch vor Beginn der Saison, immer wieder die Aussagen von Toto Wolff und auch von Lewis Hamilton, dass man unbedingt miteinander weitermachen möchte. Zuletzt allerdings hieß es von Toto Wolff, dass er auch eben nicht sauer wäre, wenn er sich nach was anderem umschauen würde und er sich dann eben auch ab einem gewissen Punkt nach was anderem umschauen müsste. Und eben gerade weil Mercedes nach den Jahren der Dominanz eben aktuell nicht um den WM-Titel mitkämpfen kann. Und für den früheren Formel 1 Teamchef Eddie Jordan steht daher fest, Lewis Hamilton, er muss unbedingt Mercedes verlassen und zu einem anderen Rennstall wechseln. Zu seinem Wohl, wie er sagt, aber auch zum Wohle der Formel 1, wie er das begründet und hat dabei, Marco muss schon schmunzeln, hat dabei konkrete Vorstellungen gegenüber dem Wettportal OLBG, sagt er Folgendes. Die Formel 1 braucht Lewis Hamilton in einem Ferrari und Ferrari braucht Lewis Hamilton. Marco. Ja, ein Tapetenwechsel kann natürlich immer von Vorteil sein. Heute spielt natürlich da auch vieles eine Rolle. Ich meine, so lange mit Mercedes verbunden zu sein, vielleicht möchte man vom Hersteller auch sagen, Hamilton gehört zu uns, er bleibt Ambassador, das ist heute schon ein großer Faktor. Auf der anderen Seite sagt Toto Wolff natürlich, ja, wenn er gehen möchte und sucht was anderes, dann kann er das tun. Das ist natürlich auch schon mal eine Kernaussage auf der einen Seite. Wie gesagt, ein Tapetenwechsel kann gut sein. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn man ihn in dem Sinne auch wirklich respektiert. Das heißt, wenn man ja gerade die Thematik hatte, dass er nicht so richtig erhört wurde, dass er das auf den Punkt gebracht hat, wo man dran arbeiten sollte bei Mercedes, dann kann er natürlich, wenn man auf ihn hört, so ein Team wie Ferrari natürlich auch richtig nach vorne bringen, so wie das Michael Schumacher seinerzeit gemacht hat. Ja, der ist ja auch zu Ferrari gekommen, wo es nicht so gelaufen ist und es hat ja auch eine Zeit lang gedauert, aber er hat das Team nach vorne gebracht und da ist der Fahrer natürlich schon mit entscheidend. Das hat Hamilton ja als Aussage da eigentlich auch gemacht, dass er sagt, der Fahrer ist da heute schon sehr wichtig und auf der einen Seite, wenn das Auto nicht passt, gewinnst du damit nichts, aber wenn du es dann wirklich auf den Punkt bringst und man hört nicht auf dich, kann das auch ein wichtiger Punkt sein und man findet nicht zueinander oder bringt das ganze Konzept und das ganze System nicht nach vorne. Also da kann ja natürlich Ferrari auch gut tun und in der Kombination auch ein guter Schritt gemacht werden. Wenn das natürlich nicht so der Fall ist, dann würde er jetzt eigentlich nur vom Regen in die Traufe kommen. Ja, das ist auch der Punkt, weil der Rat von Eddie Jordan, der ist zwar klar, wir blicken da auch mal drauf, er sollte sich nach einem anderen Team umsehen, das die Meisterschaft gewinnt. Und da sind wir ja eben bei zwei Problemen. Eben Ferrari fährt aktuell nicht um die Meisterschaft und das Team, das um die Meisterschaft fährt, das würde mit Sicherheit nicht einen Lewis Hamilton neben einen Max Verstappen setzen. Das ist auch das Problem, was Eddie Jordan auch benannt hat und sagt, das Drama ist, wer macht für ihn Platz? Und sagt eben auch, dass Red Bull keine Option sein kann, weil Red Bull würde Sergio Perez nicht für Hamilton gehen lassen. Sie versuchen, auf Fahrer zu setzen, die durch ihre eigenen Teams gegangen sind, um so zu werden wie Verstappen. Ist das der einzige Grund, warum Lewis Hamilton nicht in Frage kommen könnte für einen Red Bull? Weil, dass man auch von diesem Konzept Abstand genommen hat, was so das Nachwuchsprogramm betrifft, hat man ja auch letztes Jahr gesehen, als man Nyck de Vries verpflichtet hat, der von Mercedes gewissermaßen ja kam. Ja, und Perez ja genauso. Ich meine, er ist ja auch nicht von Grund auf die Red Bull-Schule durchlaufen und ist dann bis ins Top-Team gekommen oder so, wie man das jetzt bei Verstappen gesehen hat, der schon recht früh mit Red Bull verbunden war. Oder wie es gerade Paradebeispiel natürlich Sebastian Vettel. Ne? Ich meine, das war eine Parallele. Ich meine, Vettel ist groß geworden mit Red Bull und hat natürlich da seine Chance bekommen, bei Sauber damals Fuß zu fassen, seine ersten Rennen zu fahren, aber dann relativ schnell wieder
zurück zu Toro Rosso, einem Red Bull geförderten oder gesponserten Team. Und er ist durch die ganzen Meisterschaften, er ist seit dem Kartsport, sage ich mal, Red Bull gefördert gewesen und hat so seine Laufbahn im Prinzip gemacht bis ins Top-Team. Hat aber auch die Phase mit Laufen, mit durchlaufen, als Red Bull ja noch nicht unbedingt das Top-Team war. Das heißt, er kam ja nicht in ein Team, was jetzt schon zweimal Weltmeister wurde, hat sich ins gemachte Nest gesetzt oder ins Top-Auto gesetzt und hat dann seine Rennen gewonnen. Sondern das waren ja damals Überraschungen, wie er seinen Weg gemacht hat und seine ersten Grand Prix gewonnen hat. Natürlich am Anfang mit Toro Rosso, super Geschichte damals, Monza, Regenrennen und so, erste Sieg für ihn, für Toro Rosso etc., Pole Position, Rennen gewonnen, super Geschichte. Und dann natürlich ins Top-Team gewechselt zu Red Bull. Also das war ja jetzt schon mit Perez eigentlich mal eine Überraschung. Und ja, so gesehen kann man ja auch sagen, why not mit Hamilton? Aber ich glaube, dafür war man jetzt viel zu lange harter Gegner. Ich glaube nicht, dass ein Max Verstappen es würde der nie zulassen. Ich glaube, wenn es Verstappen nicht zulassen, weil wir wissen, dass das Nummer 1 Fahrer, und das ist Verstappen natürlich, auch in der Vergangenheit, auch Michael Schumacher hat sich natürlich da mehr oder weniger immer für seine gute Nummer 2, nämlich jahrelang für Barrichello ausgesprochen und hat ja einen gleichwertigen Fahrer neben sich, ja, kann man wirklich sagen, geduldet. Ja. Hat sich im Prinzip das ganze Team um sich oder für sich da aufgebaut, um genau der Thematik, wo man jetzt vielleicht ein bisschen reinkommt mit Perez, um das eigentlich zu umgehen, weil im Moment, ja, Perez kommt gut klar. Am Anfang der Saison, im Moment, Verstappen ist noch nicht so auf dem Punkt mit dem Auto, denn wir hören ja immer wieder ein bisschen Probleme mit Untersteuern und das ist ein Auto, was Verstappen nicht so mag, also deswegen, er kommt zwar ganz klar natürlich schon mal gut damit zurecht, in dem Sinne, es ist gut genug, ein Grand Prix zu gewinnen, er hätte Jeddah jetzt sicherlich auch gewonnen, aber er hat noch nicht das Auto, wo er von träumt, also er fährt mit einem Auto, was ihm eigentlich nicht so passt, aber er holt jetzt schon eigentlich dafür sehr viel dabei raus. Und wenn das erstmal wieder richtig auf den Punkt gebracht ist für ihn, dann wird auch Perez, sage ich mal, nicht mehr solche Glanzstücke bringen können. Also dann ist der Unterschied eigentlich wieder da. So wie letztes Jahr ja auch. Da kam ja auch Perez im ersten Saisonteil ja auch besser mit dem Auto klar oder hat er nicht so diese großen Probleme. Erst als man dann das Setup zugunsten Verstappens verändert hatte, dann war ja Perez eben teilweise eine Sekunde hinter Max. Angesprochen auch Eddie Jordan für ein mögliches Comeback bei McLaren, die im Übrigen heute ihren Technikchef entlassen haben, James Key. Man sagt zwar offiziell, dass das schon länger geplant gewesen sei, also nicht als Reaktion auf die ersten beiden schwachen Rennen, oder schwach ist noch milder ausgedrückt, eher fast schon desolat. Jedenfalls darauf antwortet Eddie Jordan wie folgt: Ich sehe nicht, dass er dorthin zurückkehrt. Dafür stehen sie sportlich nicht genug da. Ich kann mir Hamilton nur noch bei Ferrari oder bei Mercedes vorstellen und glaubt, dass das wiederum am Ende ein Wechselbeben auslösen könnte. Denn er sagt auch, Charles Leclerc ist da im Grunde, Zitat, ein Mercedes-Fahrer und es wäre toll, wenn Leclerc und George Russell gegeneinander antreten würden. Ich bin mir sicher, dass jeder in der Formel 1 gerne einen Tausch zwischen Hamilton und Leclerc sehen würden. Das wäre köstlich. Und sagt auch, und ist der Überzeugung, dass sich kein Fahrer, auch nicht Lewis Hamilton, dieser großen Stahlkraft, dieser großen Anziehungskraft der Scuderia Ferrari entziehen könnte. Siehst du das auch so? Ja, das ist schon so. Also ich denke mal, insgeheime hat auch, wenn Ferrari jetzt nicht unbedingt gerade das Top-Team ist, trotzdem jeder Formel-1-Fahrer diesen geheimen Wunsch, da einmal für die Scuderia anzutreten. Also ich glaube schon, dass das könnte den Hamilton auch reizen. Wie gesagt, dieser Tapetenwechsel könnte ihm gut gehen. Und wenn er das Team da positiv beeinflussen kann, dann kann es ja auch schnell wieder auf die richtige Spur gehen. Aber Leclerc bei Mercedes? Ja, warum nicht? Ich meine, früher war ja Bäumchenwechselspiel in der Formel 1 gang und gäbe. Das ist ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren oder auch in dem letzten Jahrzehnt eigentlich so gekommen, was es früher gar nicht gab, dass Fahrer so lange überhaupt an Teams gebunden waren, wie das eigentlich anfing mit Schumacher bei Ferrari auch. Ja? Und dann jetzt mit Hamilton, Mercedes, wie lange Fahrer eigentlich bei einem Team sind. Also früher war eigentlich maximal ein Zwei-Jahres-Vertrag und dann hat man gewechselt. Und dann war da natürlich auch vielleicht mal so eine Dominanz
auch nicht mal so gut, weil die Kombination bester Fahrer, bestes Auto, klar, die ist dann über Jahre unschlagbar, aber wenn auch ein guter Fahrer mal ein Team gewechselt hat, wo das Auto nicht so gut war, dann ist der auch nicht mehr klargekommen. Und andersrum hast du auch öfter mal einen Fahrer gedacht, ja, das ist jetzt das gute Talent, den setzen wir jetzt, sagen wir mal, in den gut gehenden Ferrari. Und dann ist da auch nicht viel bei rumgekommen. Also da haben auch schon viele Talente ihre Karriere auf der Strecke gelassen und haben dann letztendlich nicht das umgesetzt, was man ihnen Jahre vorher eigentlich schon so angedichtet hat, nach dem Motto, der muss nur mal ins richtige Auto kommen. Das ist dann auch nicht passiert. Also das hat dann natürlich da auch zugeführt, dass man damals nicht so diese Dominanzen hatte. Und hängt aber auch wieder mit der Thematik zusammen. Wie gesagt, das waren ja hochgepriesene Talente, aber letztendlich sind sie dann vielleicht auch mit dem Auto nicht klargekommen, weil das Auto vielleicht viel zu schwierig zu fahren war. Und weil nur der eine XY damit gut klarkam oder das Ganze, das gibt es natürlich auch heute noch, für sich gebaut hat und er damit zurechtkam. Wie gesagt, das war ja gerade Thema, dass ich sage, wenn Verstappen jetzt erstmal das Auto wieder für sich gebaut hat, dann macht er seinen Schritt, dann wird er nochmal 3/4 Zehntel vielleicht nochmal rausholen, kontinuierlich schneller sein wie sein Teamkollege, der momentan das ein oder andere nochmal rausholt, weil Verstappen mit dem Auto noch ein bisschen hadert und einfach mit einem untersteuernden Auto nicht so klarkommt. Aber trotzdem müssen wir wieder einsehen, dass er doch trotzdem dafür gut unterwegs ist und dass es einfach ein, ja, zumindest ein Jahrzehnttalent ist. Ja? Und dass er mit der Problematik, ein Auto, was ihm eigentlich nicht passt, mal gleich daherkommt und den ersten Grand Prix gewinnt. Schlussfrage zu diesem Thema. Wenn du jetzt wetten müsstest, wenn du Betrag X setzen müsstest und wetten müsstest, worauf würdest du setzen, dass Lewis Hamilton am Saisonende aufhört, bei Mercedes verlängert oder zu Ferrari wechselt? Ja, ich glaube nochmal verlängert. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.